Da bin ich wieder. Wie erstmal ins Versteck? Ich dachte, ich kann direkt weiter. Nee, passt schon. Eieiei. Ja, zum Ende hin zieht sich das Spiel noch. Ich habe eine ganze Menge mit allen zu besprechen. Als erstes rede ich mit Otto. Irgendwas ist mit dem Kristall. Warum sollte der Kristall eine Schrubberin rufen? Hä? Ich sehe, lebst du noch? Dieses unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Was hast du angestellt? Och, ist nicht eine viel. Lange Geschichte, die ich gern nur einmal erzählen würde. Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Gut. Ist auch schon mal etwas. Dann hau mal raus. Das sind dann wohl alle. Ja, sind jetzt nicht so viele, aber ein paar. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont heraufbeschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ist noch unklar. Es macht keinen Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. Die Türme des Kristalldominiums wurden bereits in den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell. Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Kanva steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Fluchbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er den Boden auch älter entzieht? Es sah zumindest danach aus. Instanher. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können. Die Arke oben, Ätherfluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert, die letzten Überlebenden. Du hast recht. Als wir in Stonehöhe waren, sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Eins ist klar. Er darf nicht noch stärker werden. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. So kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge. Habe ich recht, Clive? Hunger. Ja. Aber wir haben auch schon 3:45. Hast du. Aber ich kann jetzt nicht einfach also aufhören. Also verzieht euch. Wird's bald. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Es wäre schön, wenn Clive mal schlafen könnte. Ja.
Kann ich die Tür mitnehmen? Können Sie sich ins Bett legen und pennen? Ich rede mal mit Joshua. Ach, Josh. Was denn los, Bubele? Ultima mag uns erschaffen haben, aber wir können selbst entscheiden, wer wir wirklich sind. Er will, dass wir für unser Leben kämpfen. Warum nicht? Tun wir ja schon die ganze Zeit. Genau wie Ultima selbst, wie es den Anschein erweckt. Seine neue Welt ist nichts als ein Versuch zu überleben. Also muss nun entschieden werden, wer von uns sich erhalten kann. Sollte Ultima siegen, erwartet uns alle der sichere Tod. So viel steht wohl fest. Doch was erwartet uns, wenn er unterliegt? Ein welker, gottloser Ort, an dem sich unsere Unabhängigkeit eher als Fessel erweisen wird? Nun, das mag sein. Aber Fesseln lassen sich sprengen. Solange man den Willen dazu besitzt. Es wird nicht leicht. Es wird Generationen dauern. Jahrhunderte des Leids. Und auch nur, wenn wir alle dazu beitragen. Aber wir werden es schaffen. Und dann wird die Menschheit frei leben. Das ist die Welt, die uns erwartet. In der Tat. Und unser Traum wird Wirklichkeit. Ich finde die Cutscenes gehen teilweise ein bisschen zu lang. Aber ich will da auch nicht wirklich reinschwitzen. Müssen wir zum Kristall. Welch ein Glück, dass ich Flügel habe. Du kannst kaum stehen und willst fliegen? Und wer weiß, welche Schrecken da oben lauern. Das schaffst du doch nicht. Ich muss es schaffen. Ich bin der Phönix. Und ich erfülle meine Pflicht. Das ist unser Kampf. Das weißt du. Schon gut. Verstehe ich. Aber du musst auf mich hören, ja? Ich bin schließlich dein Schild. Das bist du. Und was ist mit meinen Flügeln? Vergesst nicht, ihr wollt einem Gott entgegentreten. Ihr dürft nicht bereits der Müdigkeit erliegen, bevor der Kampf beginnt. Ifrit. Euer Bruder merkte an, dass einige Domini trotz des Verlusts ihrer Kräfte weiterhin zu erwachen vermochten. Ist das wahr? Ist es. Aber sie konnten ihre Esper nicht länger kontrollieren. Dann wird mein Wille stärker sein müssen. Damit ihr beide eure Kräfte vor dem Kampf schonen könnt. Geil. Das müsst ihr nicht tun. Ihr könntet sonst am Ende alles verlieren, was ihr noch habt. Was habe ich noch? Außer Reue. Ein Ritt auf Barmut wäre schon cool. Mein Leben endete im Dominium. Ich fürchte den Tod nicht mehr. Außerdem habe ich eine offene Rechnung mit Ultima. Und er wird sie begleichen müssen. Darauf hat der Justin bestimmt Bock. Wir danken euch, Dion. Sprechen wir von Dank, wenn es vorbei ist. Ein Ritt auf Bahamut. Das wäre cool. Ich hoffe, das klappt. Er weiß genau, dass er nicht zurückkehren wird.
Doch sein Entschluss steht fest. Noch ist nichts besiegelt. Vergiss das nicht. Ich muss zu Jill. Der Abschied wird nicht leicht. Ist das wahr? Ich glaube nicht, dass die Jill das einfach so hinnimmt. Ach so, das ist ja jetzt unsere Waifu, die wartet ja jetzt in unseren Gemächern. Ein Wunsch an die Sterne? Den habe ich tatsächlich. Es ist soweit, Jill. Du weißt, was ich tun muss. Und auch warum. Es gibt kein Zurück mehr. Hier hat unsere Reise uns hingeführt. Hier wird sie enden. Wie auch immer. Ich würde ja für dich zu Metia beten. Aber du schaffst das, oder, Clive? So wie immer. Und dann sehen wir beide wieder zum Mond. Ich werde warten. Aha. Zum Mond. So, so. Zeit zum Aufbruch. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Lord Rossfield, ich habe von Eastpool gehört, dass einige der Hüter dort ein neues Zuhause schaffen. Für sich und auch für ein paar von Marthas Trägern. Ist das wahr? Es stimmt. Das Dorf wird wieder aufgebaut. Ich erinnere mich gern an Eastpool. Wir haben dort oft meine Tante und meinen Onkel besucht. Sie haben mich verwöhnt, als wäre ich der Sohn, den sie nie hatten. Nach dem Tod meines Onkels bin ich manchmal zu ihr, aber ich hätte es öfter tun sollen. Oscar, ich möchte, dass du Sir Wade beim Wiederaufbau unterstützt. Aber Milord, ich muss noch so viel lernen und könnte unmöglich... Ich hatte dich gewarnt, dass ich streng sein würde, aber so hartherzig bin ich nicht. Geh. Geh zu deiner Tante. Bau ihr Haus wieder auf. Das hätte sie gewollt. Ja, Milord. Danke, Milord. Gut. Ah, der hat wieder was Neues. Was verschafft mir die Ehre? Was willst du? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Pass gut drauf auf, ja? Das muss erstmal reichen. Ja, schon besser. B-Mod-Fessel verteilt. Warte mal. Meteoritenstein und Eiererz. Eiererz. Ist noch was? Ey, ich komm klar. Passt schon. Die Zeiten sind hart. Deck dich ein, solange du kannst. Warte mal. Ja, so viel brauche ich nicht. Aber ich habe keine Behemoth-Fessel mehr. Du machst mich noch arm, mein Junge.
Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Ich hoffe, du hast es passend. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Als ob. Charon, du magst uns doch, das weißt du. So, Himmeltuch. Meteoritengestein, da verbraucht noch vier Stück. Hier mal Meteoritengestein. Clive, zu viel Gill in der Tasche? Immer. Für dich, meine Gute, immer. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Oh, fuck. War's das schon? Ist was kaputt? Und was darf sein? So, verstärken. Oh, das ist doch blöd. Weil ich keinen Meteoranstein mehr habe. Da fehlt mir noch einiges. Und es ist wirklich nur das da. Ist noch was? Ich könnte natürlich jetzt gucken, ob ich mit den Nebenquests noch was hinkriege, aber... So, wollen wir mal los, ja? Dass sich das Ende noch so zieht irgendwie. Na, ah, ich weiß nicht. Ich fürchte, dass ich selbst etwas Nachhilfe darin bräuchte. Ob ich es heute durchkriege, weiß ich nicht. Und dann kannst du gleich... Du wirst dich mehr über Haus Rossfield. Clive, falls du Paps da oben siehst, sag ihm, dass er alles richtig gemacht hat. Ihm sagen? Er wird in der ersten Reihe sitzen. Das Spektakel lässt er sich nicht entgehen. Mit, mach keinen Unfug. Mal sehen. Er hat aber echt lange Haare, die mit. Ja, so ist das hier nun mal. Die drei Blondchen. Gav, du hast jetzt das Sagen. Da wird Taya aber nicht erfreut sein. Also komm zurück, bevor sie es erfährt. Danke, Jote. Und verzeih. Euer Gnaden, ich werde beten, dass ihr sicher zurückkehrt. Bete lieber dafür, dass er auch seine Medizin eingepackt hat. Schließlich habe ich nicht die ganze Nacht Kräuter gemahlen, damit seine Lordschaft sie am Bett liegen lässt. Schon wieder. Das habt ihr nicht, Lady Taya. Vielen Dank. Bring deinen Bruder in einem Stück zurück. Oder höchstens zwei. Sonst kann selbst ich nichts für ihn tun. Höchstens zwei. Ich werde es versuchen. So, mir scheint, alles Sagenswerte wurde gesagt. Doch das hat mich noch nie abgehalten. Tut, was getan werden muss, ihr zwei. Und sorgt euch bitte nicht um uns. Wir werden unser Bestes geben. Versprochen. Können wir los? Noch nicht. Oh nein, wir können Hundi nicht mitnehmen. Tja. Es ist soweit, nicht wahr? Leider ja.
Pass gut auf ihn auf. Und du? Passt gut auf sie auf, mein Junge. Die Jill kriegt nicht mal ein Küsschen. Ja, der Hund wird geknuddelt. Vergiss, komm, gib ihm ein Küsschen. Clive, du hast deinen Weg gewählt. Vertraue auf ihn. Ich tue es. Ich komme zurück. Versprochen. Ich liebe dich, Jill. Ich weiß. Ich liebe dich auch. Na, siehste. Die ganzen anderen Mails jetzt. Korb. Tja, Madame, scheiße gelaufen, war. Jill hat's Rennen gemacht. Warum ist Josh und Dion mit drin? Töten wir einen Gott. Ich komm noch mit. Die müssten eigentlich bei mir stehen. Oh, wach, Justin. Auch machen. Super.
zum Endkampf, hä? Das also ist Ursprung. Nichts aus dieser Welt. Wo alles begann, wo alles beginnt, unsere Arche, eure Wiege. Da ist er. Es war hier. Hier schliefen wir. Hier warteten wir. Jahrhunderte. Haltend an unseren zerfallenden Hüllen. Aus Angst, ihrer wieder zu bedürfen. Irgendwann. Bis du nach langem erschienen bist. Und nun wird unser Werk vollendet. Was jetzt? Wir sind zu dritt und erst allein. Zeigen wir es ihm. Jawohl. Dein Maul. Justin ist schon eingeschlafen. Kann ich mal irgendwas machen? Jawohl! Du wirst nicht triumphieren! Joshua! Über keinen von
Alter. Was? Ich glaube nicht, dass das vorbei ist. Hättest du dich gefügt, wäre uns allen dieses Ungemach erspart geblieben. Alter. Ja, hat gesessen. Nicht Dion. Es wäre cool, wenn die drei zusammengeschlossen zurückgekommen wären. Das kostet dich doch sau viel Energie, oder nicht? Befürchtet. Übrigens, du siehst furchtbar aus. Na, du aber auch. Ach, halb so wild. Und Dion?
glaube, Dion ist hinüber. Nimm meine Hand. Mach dir um mich kein... Komm her. Danke. Weiter. Weiter. Oh, ich darf mal was machen. Ich glaube, Joshua hat ein Problem. Es wird ja immer schlimmer mit seinen Anfällen. Es tut mir leid wegen Dion. Nicht. Bitte. Er tat, was er tun musste. Nun tun wir es ihm nach. Noch. Weil ich huste? Zum 100. Mal, Clive. Ich bin ja schon still. Dieses Licht. So kalt. So leer. Wir sind fast da, oder? Sieht so aus. Ich will gar nicht daran denken, was uns dort erwartet. Dann denk an alle, die zu Hause auf uns warten. Warum musste das so lang sein? Selbsterhaltung. Die ganze Welt hast du zum Tode verurteilt, damit du allein entkommen kannst. Allein. Er. Allein. Clive. Ich verstehe es jetzt. Er. Gewesen. Du hast uns wohl gedient, Mythos. Und wir haben dir zu danken,
zu uns, Bruder. Joshua? Ich dachte, es liege an mir. Aber es war nicht meine Kraft, die geschwunden ist. Sie waren es. Sie wurden stärker. Von den sengenden Flammen Ifrits und den heilenden Flammen des Phönix. Dies hielt ich bisher immer für Ultimas wahre Form. Aber ich lag falsch. Ich erkenne jetzt, warum du nie und nimmer zu seinem Leib wirst. Das ist jetzt egal. Nicht reden. Clive, hör mir zu. Denk an die Wandbilder. Die Menschen wussten einst, dass Ultima ihr Gott war. Dass er sie erschuf. Und sie verehrten ihn, beteten zu ihm. Erhofften sich Rat von ihm. Vergebens. Vergebens, ja. Er schenkte uns kein Gehör. Er kannte unseren Willen nicht an. Und so kamen wir von seinem Weg ab und schufen uns einen eigenen. Er war so in seine Begierden versunken. So getrieben vom eigenen Willen, dass er das Einzige nicht sah, das ihm wahre Macht eingebracht hätte. Glaube. Der Glaube, wie ihn alle in dich setzen. Der Glaube, dass du ihren Traum erfüllen wirst. Sitztraum von einer besseren Welt für uns alle. Der Glaube, dass du in Vaters Fußstapfen trittst, um all jenen in Not zu helfen. Dass du Jills Wunsch erhören wirst und dich selbst rettest. Der Unterschied ist, Clive, dass du zugehört hast. Und das hat unsere Bindung gestärkt. Bindungen, die dich standhaft bleiben ließen, als Ultimas Einfluss am stärksten war. Seine Macht ist vielleicht absolut, aber unsere auch. So wie deine es sein wird. Mit meinem Licht in deinem Herzen kann uns nicht einmal ein Gott aufhalten. Joshua! Nein, tu es nicht, du. Genug, Clive. Für mich ist es zu spät. Wenn mich die Wunde nicht tötet, dann der Fluch. Nein. Ist es die
Bruder bist. Joshua. Sieh mich an. Sieh mich an, Joshua. Nein. Mach die Augen auf! Mach sie auf, verdammt! Wieso? Wieso hast du das getan? Joshua! Joshua! Und so fügen sich die Teile zu einem Ganzen. Nun ist alles vorbereitet. Alter, sieht der nur noch Steroid getränkt aus. Den Leib zu